Ich grüße euch bei Landgemunkel in Ratzeburg. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt dieses Jahr noch ein Video über den Gundermann mache. Denn die Blütezeit ist vorbei, die Fruchtreife ist vorbei, aber der Gundermann ist so ein verrücktes und vielseitiges Kraut, dass ich euch unbedingt was darüber erzählen will. Dann sieht man zwar nicht allzu viel, aber wir werden etwas schummeln. Und ich verspreche, dass ich im nächsten Jahr nochmal speziell auf die Blüten eingehen werde, von den Pflanzen, von denen wir in diesem Jahr die Blütezeit versäumt haben. So, und nun endlich zum Gundermann. Eine uralte Heilpflanze, ein Küchenkraut, eine Nektarpflanze und ein schützendes Zauberkraut, das einem zumindest in gewissem Maße hellseherische Fähigkeiten verleihen kann. Kommt mit! Bei dem wintergrünen Gundermann handelt es sich um ein uraltes Heilkraut, um ein aromatisches Küchenkraut und um eine für die Insekten sehr wichtige Nektarpflanze. Besonders beliebt ist er bei den Bienen, aber auch Zitronenfalter, Aurorafalter und Rapsweißlinge fliegen gerne mal an ihm vorbei, um an ihm zu naschen. Einige von euch werden den Gundermann auch als Gundelrebe kennen. Doch im Volksmund trägt er viele Namen, wie beispielsweise Soldatenpetersilie, wilde Petersilie, Silberkraut, Gundelrieme, Blauhuder, Erdkränzel, Buldermann, Donnerrebe, Zickenkräutchen und Erdefeu. Aber woher stammt der Name Gundermann oder Gundelrebe überhaupt? In beiden Namen findet sich das althochdeutsche Wort Gund und das bedeutet so viel wie Eiter oder auch Kampf. Und im Grunde passt beides ganz gut zur Gundelrebe, da sie schon früher für den Kampf gegen eitrige Wunden eingesetzt wurde. Aber dazu später mehr, wenn wir uns etwas näher mit der Heilwirkung beschäftigen. Es ist eine recht anspruchslose Pflanze, weshalb man sie auch vielerorts findet. Doch am liebsten mag der Gundermann feuchte, nährstoffreiche Böden, feuchte Wiesen, lichte Wälder und Waldränder sowie Auwälder und die Nähe von Gewässern, so wie hier. Man findet ihn aber auch in Wohngebieten, weshalb die Gundelrebe schon früher eng mit den Hausgeistern in Verbindung gebracht wurde. Schauen wir uns den Gundermann mal etwas genauer an. Fangen wir mal mit den Blättern an. Seine Blätter sind rund bis herzförmig und kreuzgegenständig an dem vierkantigen Stängel angeordnet. Durch ihre auffälligen Einkerbungen an den Blatträndern lassen sie sich recht gut erkennen. Und im Grunde sind die Blätter dunkelgrün, aber sie können auch von einem Violettton überzogen sein. Und so ein Gundermannblatt kann schon einen Durchmesser bis zu 4 cm erreichen. An den violetten Blüten erkennt man sofort, dass der Gundermann zu den Lippenblütlern gehört. Denn die an den Blattachseln sitzenden Blüten haben diese ganze typische Lippenblütlerform. Sie zeigen sich so etwa zwischen April und Juli. Und ihre Oberlippen sind etwas kleiner als die Unterlippen. Und auf den etwas behaarten unteren Lippen erkennt man kleine Sprenkelungen. Aus diesen Blüten entwickeln sich später kleine Nussfrüchte, die Klausen. Und bei Klausenfrüchten handelt es sich um Zerfall bzw. um Bruchfrüchte. Durch Zerfallen oder Zerbrechen öffnen sich die Früchte mit der Reife und geben dann die Samen frei. Klausenfrüchte kommen hauptsächlich bei Lippenblütlern vor. An den Samen der Gundelrebe hat die Natur ein kleines Anhängsel angebracht, das Ölkörperchen. Und solch ein fettreiches Ölkörperchen bilden hauptsächlich Pflanzen aus, deren Samen durch Ameisen oder durch Vögel verbreitet werden. Und das soll die Verbreitung vereinfachen. Im Falle der Gundelrebe sind die Ameisen besonders fleißig. Die Gundelrebe kann übrigens schon recht haarig sein, gerade in den Blattachseln. Muss sie aber nicht und deshalb sollte man die Haare als Bestimmungsmerkmal lieber streichen. Der Gundermann hat einen ganz eigenen Kopf, wenn es um die Wuchsrichtung geht. Er kann bis zu 30 cm lang werden, was aber kaum auffällt. Denn es handelt sich bei ihm um eine kriechende Pflanze, um einen recht wucherfreudigen Bodendecker. Daher kommt auch der Name Erdefeu. Der Stängel bildet entlang des Bodens fleißig neue Ausläufer. Aber in der Blütezeit passiert es. Da passiert was ganz Verrücktes, denn der Gundermann stellt sich in seiner ganzen Höhe kerzengerade auf. Ist er verblüht, so neigt er sich wieder dem Boden zu und kriecht weiter dahin. Was steckt eigentlich so in dem Gundermann? In dem Gundermann stecken jede Menge gute Sachen.
wie Flavonoide, Kalium, Vitamin C, Saponine, Gerbstoffe, Bitterstoffe und ätherische Öle. Traditionell wird er gegen Entzündungen aller Art genutzt. Ansonsten wirkt er heilend bei Atemwegsproblemen, bei Beschwerden im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Er unterstützt die Nieren und hilft gegen Verdauungsbeschwerden. Zusammengefasst wirkt die Gundelrebe entzündungshemmend, antibakteriell, adstringierend, wundheilend, krampflösend, schleimlösend, appetitanregend, auswurffördernd und antioxidativ. Wie wir vorhin schon mit der Namensgebung feststellten, sagt die Gundelrebe dem Eiter den Kampf an. Im Grunde sollte sie immer dabei sein, wenn es um Eiter und Schleim geht. Genutzt wird der Gundermann als Tee, als Tinktur, als Badezusatz oder als Saft, den man mit einer Kräuterpresse auspresst. Für eine Tasse Tee werden 2 Teelöffel des Krautes mit kochendem Wasser übergossen und die Ziehzeit beträgt etwa 10 Minuten. Eine Tinktur ist auch super einfach hergestellt. Es wird einfach das Kraut in ein Schraubverschlussglas gefüllt und mit Korn übergossen. Dabei ist es sehr wichtig, dass das Kraut vom Alkohol total bedeckt ist, ansonsten besteht nämlich Schimmelgefahr. Die Ziehzeit für solch eine Tinktur beträgt 3 Wochen, in denen das Glas hin und wieder geschüttelt wird. Danach einfach abseihen, abfüllen und fertig. Für einen Badeaufguss setzt man eine Handvoll mit 1 Liter Wasser an, wobei man für ein Vollbad schon so 5 bis 6 Liter braucht. Eine weitere Möglichkeit, die Heilwirkung des Gundermanns für sich zu nutzen, ist das Kochen in Milch. Da benutzt man am besten fette Milch, die eignet sich am besten, denn die ätherischen Öle des Heilkrautes lassen sich durch das Fett der Milch gut binden. Und für einen halben Liter Milch nutzt man 2 Esslöffel Kraut. Nach einer Ziehzeit von etwa 10 bis 15 Minuten seiht man die Milch ab und trinkt sie warm. Es handelt sich dabei um eine recht traditionelle und kräftigende Art, den Gundermann zuzubereiten. Eine ganz besondere Art der Verarbeitung ist die Herstellung von Wunderblättchenöl. Dafür wird Gundermann in ein Schraubverschlussglas gefüllt und zerstampft. Die Blätter müssen dicht aneinander gepresst im Glas liegen. Und nun wird das Ganze für einige Tage an einen sonnig warmen Platz gestellt. Dann bildet sich nach und nach am Boden des Glases eine Flüssigkeit. Die wird dann später aufgefangen und abgefüllt. Und das Öl wird zur Behandlung von Verletzungen, von Narben und von eitrigen Wunden genutzt. In der Küche überrascht die Gundelrebe uns mit zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten. Es lassen sich die Blüten und die jungen Blätter nutzen. Und zuerst einmal ist der Gundermann in manchen Regionen fester Bestandteil der Gründonnerstagssuppe bzw. der neuen Kräutersuppe. Er ist super aromatisch und passt ebenso zu herzhaften wie auch zu süßen Speisen. Unter den volkstümlichen Namen fiel vorhin 2-mal die Petersilie. Einmal war es die Soldatenpetersilie und einmal die wilde Petersilie. Und man kann auch wirklich sagen, dass der Gundermann in der Küche ebenso vielseitig eingesetzt werden kann wie eben die Petersilie. Und so eignet er sich für die Zubereitung von Eierspeisen, von Kräuterbutter, Kräuterquark, Frischkäse, Soßen, Suppen und Salaten. Allerdings hat er wirklich ein kräftiges Aroma und deshalb kann er ruhig sparsam verwendet werden. Es sei denn, er wird gekocht, denn dann verliert er etwas von seinem Aroma. Und in dem Fall darf es dann ruhig etwas mehr sein. Wer es lieber süß mag, der kann den Gundermann beispielsweise für die Eiscreme-Zubereitung nutzen, aber auch für leckere Kräuterlimonade oder für sämtliche süßen Nachspeisen. Er lässt sich auch gut mit Schokolade überziehen und die Blüten eignen sich für die Deko von Süßspeisen. Die Gundelrebe ist ein echtes Wunderkraut, denn neben ihrem Dasein als Nektarpflanze und als aromatisches, gesundes Küchenkraut sowie kräftigendes und kräftiges Heilkraut gilt sie auch als magische und schützende Pflanze, die in gewisser Weise hellseherische Fähigkeiten verleiht. Zumindest was das Erkennen von Hexen angeht. Und wer sich das traut, der geht am Abend vor der Walpurgisnacht Gundermann sammeln, aus dem in der Walpurgisnacht ein Kranz geflochten wird, den man dann am 1. Maitag trägt. Dann soll man die Hexen erkennen, indem man sieht, wie sie auf Besen durch die Lüfte sausen. Doch einer Frau, die eine andere Frau verdächtigt hat, eine Hexe zu sein, ist das mal zum Verhängnis geworden. Sie ging mit ihrem Kranz zur Kirche, um die Verdächtige bloßzustellen. Doch was sie nach der Kirche sah, waren ganz viele der Kirchgängerinnen, die auf ihren Besen durch die Lüfte flogen.
für ihre ursprüngliche Absicht wurde sie von den anderen Frauen so verprügelt, dass sie noch am nächsten Tage starb. Heute wissen wir, dass es sich bei den Hexen nicht um böse Frauen, sondern um weise Frauen handelt. Und in der Geschichte wollten sie nicht bloßgestellt oder verraten werden. Wurde früher die Milch sauer oder die Butter ranzig, so rechnete man mit Hexerei und fürchtete sich. Aber dagegen war ein Kraut gewachsen, denn früher wurde die verhexte Milch mit Hilfe des Gundermanns wieder enthext. Und zur Vorsicht und zum Schutze molk man im Frühling die Kühe erst einmal durch einen Gundermannkranz hindurch. So, das war es für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht möchtet ihr nächste Mal wieder dabei sein. Jeden Dienstag und jeden Freitag gibt es bei YouTube neue Kräutervideos. Und ich sage bis zum nächsten Kraut. Tschüss!